Im Münchner Norden liegt unser. Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße bei mir Daniel Suck. Daniel, schön, dass du Zeit hast, kurz vorm Training. Hallo. Ist klar. Wir haben gegen Nürnberg gespielt. 5-2 leider verloren. Du warst auch nicht dabei, aber die Jungs unterhalten sich ja untereinander. Wie war der Eindruck vom Spiel? Ja, also ich denke erstmal, dass es eine coole Sache ist, wenn du in der Vorbereitung gegen einfach einen Profiklub spielen kannst. Nürnberg ist eine Zweitligamannschaft und wenn du da die Möglichkeit hast, einfach mal 90 Minuten zu schauen, wo stehen wir eigentlich, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Was ich von den Jungs gehört habe, war es auch mega, das Spiel. Also ich meine, 5-2 ist jetzt gegen einen Zweitligisten nicht unbedingt das verkehrteste Ergebnis. Und alles in allem auch, dass die uns abgeholt haben im Bus und wieder zurückgefahren haben, war einfach rundum eine super Sache und deswegen ist das cool, das einfach mal miterlebt zu haben. Und wie sehr beißt man sich da persönlich in den Arsch, wenn man leider aufgrund der Arbeit nicht kann? Ja gut, wie gesagt, also es ist schon ein einmaliges Erlebnis, denke ich, und es ist natürlich unglücklich, aber ja, Arbeit geht vor, ne? In dem Fall geht leider die Arbeit vor, deswegen schauen wir mal, vielleicht gibt es hier nochmal irgendwie so eine Art von Spiel. Hoffentlich, schauen wir mal. Die Vorbereitung ist fast vorbei, wie ist dein Eindruck bisher so vom Team? Also ich finde auf jeden Fall, dass die Neuen super integriert worden sind, waren ja doch einige und Vorbereitung an sich, also klar, es war knackig, im Sommer ist immer ein bisschen wärmer, aber ich würde sagen, dass es gut läuft, gerade die Integration war natürlich wichtig, die ganzen Jungen machen sich super und jetzt sind alle heiß drauf, dass es endlich wieder losgeht. Wie oft habt ihr an Pierre abends gedacht? Ah ja, der Pierre. gab schon einige Trainingseinheiten, wo man sich am Abend gedacht hat, jetzt noch eine Treppe, aber ja, es gehört zur Vorbereitung dazu, von daher passt das schon. Gehen wir ganz kurz auf die, du hast gesagt, Vorfreude ist groß, wir selber spielen ja erst am Dienstag, Wochenende ist ja der Start, ich schätze mal, ihr werdet es mitverfolgen. Wie groß ist aber insgesamt, sage ich mal, die Vorfreude? Bei dir persönlich ist sie groß, aber das Team, fiebern die alle oder wie ist es? Ja, also ich denke, dass das wirklich bei jedem aus der Mannschaft so ist, dass sich jetzt jeder freut, dass es losgeht, einfach nach 4 Wochen. Qualen möchte ich jetzt einfach mal sagen, dass man jetzt um die Punkte spielt langsam und ja, am Samstag spielen wir in Grüneheide Ismaning und auch wenn das jetzt vielleicht ein Bezirksliga-Gegner ist, aber sollten wir dann nochmal alles reinhauen, weil ich meine, 4 Tage später geht es dann um Punkte und da sollte sich auch jeder nochmal zum Schluss beweisen, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, heiß sind auf jeden Fall alle. Gehen wir aber ganz kurz drauf ein. Du hast gesagt, Grüneheide Ismaning. Am Samstag um 14 Uhr testen wir ja noch mal in Ismaning. Was erwartest du dir davon? Wollt ihr jetzt nochmal, sag ich mal, die Startelf ein bisschen mehr testen oder was erwartest du dir? Ja, nicht nur einfach, dass sich auch vielleicht die Leute, die jetzt minimal hinten dran sind, nochmal beweisen können, sodass wir es einfach mit Daniel schwierig machen, wenn er jetzt am Dienstag aufstellt. Und ja, als letztes Testspiel, da muss man einfach sehen, wer ist der Regionalligist, wer ist der Bezirksligist, da sollten wir dann schon nochmal in Anführungszeichen Ausrufezeichen setzen, sodass dann auch alle gewappnet sind für die Liga. Wunderbar, dein Wort in Gottes Ohr. Ihr wisst Bescheid, der Daniel soll die Qual der Wahl haben, also Samstag ab nach Ismaning. Wir sagen danke, wir entlassen dich, damit du zum Training kannst. Danke, dass du Zeit hast. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Ciao.